Ja, ein herzliches Hallihallo bei D-Ray Rally Overholded. Warum ich immer so rede, ich hab keine Ahnung. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. So, Freunde, wir sind hier am Hafen und ja, wir haben leider einen Auftrag in der letzten Mission vergessen. Der Chef hat mir ordentlich die Meinung gegeigt, wenn es mir jetzt nochmal passiert, feuert er mich. Das wollen wir eindeutig nicht. Deswegen jetzt halt immer volle Konzentration. Was ist denn hier los? Ist ja alles leer? Ach du Scheiße. Der Hafen hat nichts mehr. Oh mein Gott. Wir sind leer am Hafen. Kann nicht sein. Nur bescheidene Shunting-Aufträge. Drei Aufträge nur so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chef. Chef. Chef, verlaufe ich mich auch noch. Chef, ausgebüxt. Na, war ja klar, es ist Sonntag. Nein, es ist, was haben wir denn heute? Mittwoch. Es ist Mittwoch. Es ist 8 Uhr morgens. Naja, hier nicht, aber bei mir ist 8 Uhr morgens gerade. 8.16 Uhr haben wir es mittlerweile. Und ja, Freunde, ich muss euch was gestehen. Ich habe vor der Aufnahme, man sieht es vielleicht da draußen, ein Züglein zusammengebaut. Ja, ich habe hier alles genommen, was ich mitnehmen konnte. Den konnte ich leider nicht nehmen, weil brauche ich erstmal frei. Und unsere Ziele heute sind Steamil. Gut, nein, Spaß. Steamil. City. Machine Factory Town. Food Factory Town, um diese Kackwagen abzuholen. Die haben wir vergessen, Chef war nicht sehr erfreut. Und die müssen wir noch abholen. Es ist so mein Ziel, die hätte ich gerne noch abgeholt. Ja, ich habe mir schon mal ein bisschen alles zusammengebaut und ja, wir können theoretischweise dann losfahren. Und ja, eine Sache muss ich euch leider noch gestehen. Der liebe Automat hat gesagt, Freundchen, bevor du die Aufträge annimmst, musst du was bezahlen. Wir hatten 250.000 auf der Tasche. Der eine Job hat uns das Genick gebrochen. Gut, jetzt sind es noch 1.400, weil ich vorhin Fuse bezahlt habe. Ja, Freunde. Was machen wir da jetzt nun? Ich weiß es nicht. Was? Okay. Läuft bei euch. Ich würde sagen, wir düsen jetzt mal los und erledigen die Aufträge. Und dazu würde ich sagen, probieren wir es mal mit zwei Maschinen oder wollen wir mit dreien gleich fahren? Gut, Steam hier wird uns wahrscheinlich nicht so viel einbringen. Ja, 22.000, aber es wird uns gleich wahrscheinlich hier in die Maschine reinfressen. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit zwei Maschinen am Anfang. Ich habe den großen Schalter vergessen. Es ist früher Morgen, Freunde. Ich nehme deswegen auf, weil ich ja heute noch was vorhab und mir gehen die Folgen aus. Das ist natürlich, ja, blöd. Aber ja. Daraus. Alles jetzt mit Ruhe. So, Freunde, ich probiere es mal erstmal mit zwei Maschinen. Die dritte können wir ja notfalls noch anschmeißen. Aber so sparen wir uns ein bisschen Geld. So, Routenmanager würde ich wahrscheinlich gerne noch nicht anmachen, weil wahrscheinlich stellt er uns den Fahrweg nach hinten ein. Ich kenne doch meinen Pappenheimer mittlerweile. So. Das dauert jetzt ein bisschen, wa? Wir können mal ein bisschen so über uns reden. Über unsere Probleme. Naja, mache ich nicht, weil ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Cola. Ah, schön. Oh, schön. Oh, da schmeckt man richtig den Zucker raus. So, Freunde, wir haben's, wir düsen ab.
Achso, ich soll das mal langsam machen. Wenn sich die Wagen erstmal hinten alle schön einpendeln. Fahrweg steht, oder? Ja. Kriegen wir mal ein bisschen Speed drauf hier, mein Freund. Ah, ich sehe schon, komm, wir brauchen die dritte trotzdem. Ah, wir werden jetzt mal ein bisschen Schwung holen. Dieser. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Die zwei Babys schaffen das schon. Ja, 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 ja. So, wir gehen auf Rettungsmission von Food Factory Town. Der arme Wagen steht da oben so alleinsam da und hat geheult, hat gesagt, ich will zu meinen alten Kollegen. Wie kann ich auch so blöd sein und vergesse den Auftrag? Das kommt davon, wenn man schnell, schnell immer macht. Wahnsinn. Nein, 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 nein. Ich sag dazu nichts. So, ich schätze mal, jetzt könnten wir theoretisch mal anwerfen. Neue Route von Last Destination. Was war denn das Team hier? 35. Hoffentlich nimmt er uns den an. Oh. Perfekto. Danke dir. Und wie lang sind wir denn? Aktiv Route. Clear. Back. Route Wrecker. Training. Läuft, würde ich sagen. 1200 Meter circa und 3400 Tonnen Hammer. Läuft bei uns, Leute. Es läuft. Das läuft. Wenn ich mir vorstelle, ja, wenn ich zu meinen Anfangszeiten bei D-Ray denke, schüchtern wie ich war, naiv zu glauben, nimm halt immer nur einen Auftrag, das schaffst du schon. Ja klar, weil kostentechnisch wahrscheinlich schon. Also, aber ich schätze mal, wo bleibt dann der Reiz wahrscheinlich von dem Spiel? Und jetzt hat, baut er sich Züge zusammen. Ich als junger Spund. Zeit. Da war ich noch jung und naiv in die Rallye und jetzt hat. Aber naja, irgendwann mal endet auch dieses Kapitel. Nein, im Moment läuft's noch. Also ich will unbedingt noch Hazemith und Military jetzt endlich mal die Lizenzen kriegen, aber leider, dummerweise, diese Aufträge in diesem Spiel, das Spiel mobbt mich nämlich. Das wissen alle noch gar nicht. Aber dieses Spiel, es mobbt mich. Es ist so ein kleines Mobberspiel. Alter, wir sind immer noch nicht aus dem Hafen draußen. Also man unterschätzt immer so die Länge bei dem Spiel. Also wenn ich schätzen sollte beim Beschleunigen, bin ich ganz schlecht. Bin ich offen und ehrlich, das kann ich bei mir auf meiner richtigen Arbeit auch nicht. Zum Glück haben wir hier Route Manager. Ich kann eine so Länge von meinem Zug einschätzen. Boah. Boah. Klar, ich habe nur, also ein Zugteil von mir ist ja nur so 107 Meter lang, beziehungsweise 60 bis 107 Meter lang. Wir haben einen Dreiteiler und einen Sechsteiler. Aber wenn ihr euch fragt, was da redet der Idiot da eigentlich? Ja, guckt mal ein. Im Internet Flirt 3. Baureihe ist 1430, 1427. Falls es irgendeinen von euch interessiert.
Oder gibt einfach ein Flirt Meridian bzw. BAB. Dann wisst ihr, was ich fahre. Und die sind ja so um die 107 Meter lang, also der Sechsteiler 107. Der andere ist knapp in 69 Meter, das ist knapp 70 Meter. Die kann ich gut einschätzen, aber die 107 Meter einschätzen ist schon schwer. Und ja, ich merke schon, unser Baby, ich muss die dritte Lok aktivieren. Sonst haben wir gar keine Chance. Ich muss die dritte Lok aktivieren. Sonst haben wir gar keine Chance, hier hochzukommen. Einfach mal kurz hier vorschieben. So, jetzt stümpern hier mit 20 hoch. Das will ich nicht. Ah, super haben wir es gemacht. Stümpern hier wieder mit 20 hoch. Naja, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Ja, ich und länger einschätzen ist manchmal ab und zu mal. Ja. Da wünschte ich mir echt ab und zu mal hier für mich auf die Arbeit auch mal so ein Roadrunner. Klar, 107 Meter. Klingt jetzt nicht lang, ne? Alter, 107 Meter kannst du nicht gut einschätzen, mach das mal. Klar, du hast vielleicht immer mal das Gefühl, du weißt, wo du halten und bremsen musst. In deinen Abstellungen und auch deinem Bahnsteigen, das weißt du ja. Man hat ja dann immer mal die Erfahrung. Das ist einfach so, ja. Ich weiß, wann ich anfangen muss zu bremsen. Ich weiß, wann ich am Bahnsteig stehen kann, damit ich reinpasse. Das weiß ich ja. Also, ach gut, jetzt sind es jetzt 7 Jahren. Bald 8 Jahre hier wieder in München. Oh. Wie ist es dann irgendwann mal? So ist es ja nicht, ja. Und aber so länger einschätzen. Schwer. Also finde ich, schwer einzuschätzen. Da muss man halt mal öfters dreimal gucken. Ach, echt? Was hast du denn gelernt in deiner Ausbildung, ne? Na, Alter, ich habe drei Jahre IB-Ausbildung hinter mir, ja? Also, das ist schon nicht ohne. Also, wenn jemand hier Eisenbahner machen will, es gibt 9 Monate und es gibt die 3 Jahre. Und ich bin offen und ehrlich, ich finde 9 Monats-Ausbildung nicht so prickelnd. Bin ich offen und ehrlich. Klar, für manche ist es gut als Umstieg, aber das, was die 9 Monate reingepresst kriegen, klar, 9 Monate klingt jetzt lang, aber Freunde, in den 9 Monaten sind schon mal alleine fast. Ja, 4 Monate fahren. 6 Monate fahren. Halbes Jahr lang, glaube ich. Freunde, wir kriegen kein Tempo drauf. Nur so zwischendrin. Wir fahren eh nur 40 den Berg hoch. Mehr lohnt sich nicht. Ich glaube, 4 Monate fahren, 5 Monate Theorie. Und in 5 Monaten Theorie, wenn ich euch das irgendwie zeigen könnte, was dafür Unterlagen du lernen musst. Also, nehmen wir mal an, du nimmst eine PDF-Datei. Lehrbuchmäßig würde ich sagen, PDF-Dateien sind. Boah, lass mich. Ich will jetzt nicht lügen. 200, 300 Seiten. Also, Führerscheinprüfung ist ein Scheißdreck dagegen. Also, Autoführerschein machen ist ein Scheißdreck dagegen. Die Theorie. Aber das auf ein paar Monate. Ich habe mit ein paar Leuten immer geredet, die sind auch der Meinung, also die nehmen mal ein Thema, habe ich für ein Thema, sagen wir mal, das Thema Signale habe ich damals meine Ausbildung durchgemacht. Das ist auch schon wieder 2009, habe ich beendet meine Prüfung, meine Ausbildung. Könnt ihr selber zurückrechnen. Boah, wie lange haben wir denn gemacht für Signale? Ich glaube,
4 war. Also wirklich Signale. Also da bist du wirklich alles durchgegangen, Alter. Naja, und die machen das auf 2 Wochen. Thema. Wenn überhaupt. Eine Woche. Kommt auf die Gruppe immer drauf an. Ja. Ich sag dazu nichts. Also ich bin der Meinung, mindestens ein Jahr sollte der Rotz schon gehen. So, ja, 4 Monate. 5 Monate fahren auf jeden Fall. Da bin ich voll dafür, dass sie das, also bei guten Leuten mitfahren. Ja, es gibt halt die und die. Und dann halt ja, ein Jahr lang. 7 Monate mindestens Theorie machen. Minimum ein halbes Jahr Theorie. Oder länger sogar. Das ist die 6 bis 7 Monate Theorie. Ist so meine Meinung. Aber hey. Ja, ja, die 9-Monatskinder. Um Gottes Willen, es gibt gut und es gibt schlecht. Dagegen sage ich nichts. Also manche hängen sich da wirklich rein. Also wenn jemand von euch, wenn du, genau du, ja, mit dir ich jetzt gerade rede, eine Ausbildung machen willst zum Lokführer, kannst du jederzeit machen. Aber mach's wirklich richtig dann. Häng dich rein, lerne vom ersten Tag an abends zu Hause nochmal nach. Also du musst wirklich dabei bleiben. Wenn du einmal den Faden verloren hast, bist du raus. Bist du raus. Und ich bin offen und ehrlich, ich habe es nicht gemacht. Klar, ich hatte 3 Jahre, ich habe intensiv einen Kurs gehabt, aber du musst wirklich von Anfang an dann dabei sein. Und ich bin offen und ehrlich, ich bin Lokführer, ich habe mit einer 4 meine Prüfung gemacht, bin ich offen und ehrlich. Na, 3, ne, schlechte 3, sage ich mal. Glaube ich was. Müsste ich nachgucken. Will jetzt nicht lügen. Aber ich bin Praktiker, kein Theoretiker. Bin ich offen und ehrlich. Ich bin Praktiker, kein Theoretiker. Ich hasse Theorie. Verdammt, ich glaube, die 40er Phase ist jetzt vorbei. Ja, und du musst wirklich dann von Anfang an dabei sein, mein Freund. Naja, aber ey. Und es gibt halt auch die Ausbildungsstätten und die Ausbildungsstätten. Ist einfach so. Ja, manche bilden gut aus, manche bilden, ja, schnell, schnell. So nach 7 Monaten habe ich auch schon gehört, gibt es so Leute, ja, kannst du schon fahren? Kannst du fahren? Komm schon, du bist fertig, du kannst fahren. Und ah, Blödsinn. Wenn ihr es machen solltet, ja, und ihr kommt an den Punkt, wo ihr dann hier, wir nennen es Sicherheitsfahrten, habt, da sitzt der Lokführer hinten drin und ihr fahrt alleine vorne. Er ist einfach nur dazu da, um halt, wenn irgendwas ist, dass er eingreifen kann. Wenn ihr die habt, lasst euch nie vom Dispo überreden, kannst du schon am nächsten Tag alleine fahren, ohne Sicherheitsfahrten, weil ja Leute, boah, macht das nicht. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Da ist euch keiner böse danach. Gut, ich bin auch von ehrlich, ich bilde nicht mehr aus, weil ich tue mir den Krampf nicht an. Ja, ich habe auch mal eine Zeit lang ausgebildet, ich habe auch ab und zu mal Leute mitgenommen zum Ausbilden, aber ne, sorry. Jeden Tag, also ich muss leider jeden, also du musst ja mehr als 100% geben. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin einer, ich will meine Ruhe da vorne haben. Aber wenn du dann so Flachpfeifen, wenn du dann so Fachpfeifen hast, dann, oh nee, was ich schon erlebt habe. Ich habe auch schon einmal den roten Knopf gedrückt. Ja, ja, habe ich auch schon. Den da. Den habe ich mal gedrückt. Aber hey. Danny, das Azubi, war dann etwas erböst über mich. Kann ja nichts dafür. Es war 8 Uhr, wir sind wieder angekommen in Augsburg damals und dann habe ich gesagt, geh hoch zum Chef. Du hast Scheiße gebaut, geh hoch. Ja, währenddessen du hochgehst, rufe ich ihn an und sage ihm, was für eine Scheiße du gebaut hast. Pech gehabt, ich bin knallhart.
Wenn ich ausbilde, dann bin ich knallhart. Ich habe es bei der Bahn gelernt, die waren auch alle knallhart zu mir. Ich weiß noch, meine erste Fahrt, die weiß ich heute noch, die war so Wahnsinn. Ich, kleiner Schnösel, müsst ihr euch vorstellen, wie alt war ich denn da? Also ich war gerade 18, ja 18. Mit 21 darfst du ja Führerschein machen für die Eisenbahn. Mit 21, wohlgemerkt, weil da sagt die Eisenbahn, das ist Eber, Jüngchen, dann bist du reif. Mit 21 bist du reif. Das sagt das Eber. Es gibt halt Strecken auch für U21, also unter 21, da dürfen wir auch unter 21-Jährige fahren. Haben wir zum Beispiel bei der Münchner S-Bahn ein paar Strecken. Und ja, ich, kleiner Hüpfer, komme dann so hin, so in der Früh, fahre von München Hauptbahnhof Richtung meiner Einsatzstelle, das war Weilheim, also Richtung Garmisch-Partenkirchen da runter, falls es irgendwen interessiert. Ja, da sitze drin in meinem Zug, fahre so hoch, hol mir in Weilheim meinen Kaffee beim Bäcker, beim Müller. Muss ich auch noch erzählen, ja, bevor ich jetzt zur Hauptgeschichte komme, weil der Betrüger. Das heißt, 2 Euro oder 3 Euro fast damals knapp, als armer Azubi, und kriegst du nur so einen kleinen Becher, so eine kleine Plörre. Sagte zu mir, das ist ein großer Kaffee. Ich so, Alter, den Kaffee kriege ich bei mir auch mal in München für 1,10 oder 1 Euro, was er da mal war. Ich so, na komm, gut. Ich stand mit meinem Kaffee zu meinem Zug. Das war damals hier die schöne hier Diesellok. Kennt ihr sicher hier die große, da, das fette Wummer. Falls es euch was sagt, 218 heißt sie bei uns im Fachjargon. Ja, Baureihe Nummer 218 könnt ihr bei Google mal eingeben. Gibt ein Baureihe 218. Schöne Diesellok mit Lenkrad. Also ich dahin zum Steuerwagen, auch mit Lenkrad. Klopf so ans Fenster, halt meinen Zettel hin. Ich so, hallo, Danny mein Name, Azubi, erstes Lehrjahr. Könntest du mich mitnehmen? Auf dem Zettel stand halt nur drauf, dass er mich mitnehmen darf zum dass er mich mitnehmen darf, wegen hier fürs EBA, falls Kontrolle kommt, dass sie sagen können, okay, ich habe eine Mitfahrbescheinigung, dass ich mitfahren darf. So, okay. Er sagt so, ja, kannst du da mitkommen? Ich so, gut, pass auf, ich rauche noch eine. Ja, ja, alles kein Stress und so, haben wir so ein bisschen geredet, wie geht's dir so, bla bla bla, hin und her. So, dann gehe ich dann da rein in den Führerstand, will mich gerade auf einen Begleitstuhl hinsetzen. Leck mich doch, du blödes Spiel. Ich erzähl gerade eine Geschichte, Spiel. Ich erzähle eine Geschichte. Und du machst sowas. Ah, fast perfekt gehalten. Eine Haartafel. Plus 5, minus 5 Meter halten. Es hat Kling gemacht. Na, wenigstens ist es gleich der erste war. Warum hast denn du jetzt Kling gemacht? Wir sind genau 70 gefahren, du blödes Spiel. Sonst noch einer? Nein. So, war ich stehen geblieben. Ah ja, ich, kleiner Schnüse, gehe halt dann da rein in den Steuerwagen. Kennt ihr sicher, Steuerwagen sind die Wagen, ja, wo du von auch steuern kannst. Geh dann da rein in dieses alte Kapuff da. Schau mich so um. Ah, cool, so sieht das aus. Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals von der Eisenbahn Tuten und Blasen keine Ahnung. Wenn die Kollegen geredet haben, ich weiß das noch heute, am ersten, am dritten oder vierten Tag sind wir in die Ausbildungsstätte gefahren, ein bisschen außerhalb von München so, wo Simulator und so stand, und dann sie so, boah, guck mal da, 111er, 142er und ach, was ich so, Alter, was labern die denn da? Was labern die denn da? Gut, ich, kleiner Schnöse, stehe halt dann so da, mit meinem Zettelchen, hallo, total nervös, weil, noch am Anfangszeiten, ja, habe ja schon ein paar Fahrten mitgehabt, habe noch wirklich von Totenblasen keine Ahnung gehabt. Und was sagt der Lokführer? Falscher Sitzplatz. Ich so, hä?
Ich soll nie daneben sitzen und zugucken, wie du fährst. Nö, nö, setz dich da rüben hin, da ist dein Platz. Durfte ich selber fahren. Man muss dazu sagen, Schwarzfahren war illegal. Also, ich kleiner Schnüssel, ich so, so, nee, nee, passt schon. Ich sag dir schon, wie es geht. Okay. Ja. Ich kleiner Schnüssel. Hab von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Sagt also, mal nochmal Abfahrtszeit. Ja, Bremsen lösen, zack, bumm. Und dann drehst du mal das Lenkrad. Ja, wir hatten so eine Art Lenkrad. Könnt ihr euch angucken. Vielleicht blende ich es auch jetzt dann ein. Ich weiß es noch nicht. Ah, dann bin ich da meine erste Fahrt gefahren. Ich sag euch, das war eine... Boah. Puh. War ich nervös. Aber ich habe die Fahrt überstanden und bin heil angekommen. Ich bin heile in Augsburg angekommen. Ja, das war so meine Ausbildungszeit. Schön war's. Wenn ich es nochmal machen täte, ja, mit dem Wissen von heute, ja, würde ich schon nochmal machen. Auch nur mit dem Wissen von heute.